Heute gibt es mal ein Video der etwas anderen Art, denn ich habe einen Artikel gefunden, über den ich einfach mal mit euch reden möchte. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute reden wir darüber, wer denn eigentlich entscheidet, ja, welche Werte Spieler in FIFA 18 bekommen, welches Rating, welche Passstärke, welches Dribbling, bla bla bla. Da gibt es eben Leute, die sowas entscheiden und da habe ich eben einen Artikel gefunden, über den ich reden möchte, der ist echt mega mega interessant, den habe ich mir gestern am Abend durchgelesen und ich dachte mir eben, da muss ich unbedingt ein Video darüber machen. Ich verlinke euch den Artikel auch in der Beschreibung, ja, lest ihn euch gerne nochmal selber durch, der ist wirklich, wirklich, ja, lesenswert, würde ich mal sagen. Okay, wir beginnen einfach mal, dieser Mann entscheidet mit, ja, wie schnell Mats Hummels bei FIFA 18 sein darf. Gut, ich werde euch jetzt nicht alles vorlesen, ich werde das ein bisschen so, ja, ein bisschen zusammenfassen, sage ich jetzt mal. Also dieser Michael Müller-Möhring ist 50 Jahre alt und entscheidet mit seinem Team sozusagen, dass die Fähigkeiten der Spieler bei FIFA 18 denen der tatsächlichen Fußballer so ähnlich wie möglich sind. Das heißt, dieser Michael ist so einer, der ja, die Werte recherchiert, die Werte nachschaut, ja, das Ganze eben so ein bisschen handelt, dass die Spieler die richtigen Fähigkeiten bekommen, die Spieler die richtigen Werte bekommen. Hier erzählt Müller-Möhring, wie ihm das gelingt und worüber sich die meisten Profis beschweren. Sie bewerten, wie gut die Fußballer bei FIFA sind. Mal ehrlich, beschweren sich die Profis bei ihnen? Ja, das fragt jetzt eben der das Gespräch führt, der Interviewer fragt das und er sagt dann eben, oft beschweren sich die Leute, zuletzt hat die Mannschaft von Fortuna Köln bei uns vorbeigeschaut. Ich habe den Fehler begangen, ihnen die Werte gezeigt, mit denen wir sie einordnen. Ja, okay. Ein Spieler fand das nicht so lustig und sagte, so langsam bin ich aber nicht. Das weißt du schon, oder? Tage später hat mir dann sein Mannschaftskamerade noch Fotos aus dem Kraftraum geschickt, um zu zeigen, wie hart er trainiert. Das heißt, ihr merkt schon, die Spieler sind oft enttäuscht von ihren Werten beziehungsweise haben selber eigentlich eine ganz andere Einschätzung. Das lese ich immer wieder auf Twitter, auf Facebook und so, dass die Spieler sich wirklich so ein bisschen beschweren. Die meisten eher so im Spaß und eher mit Humor, aber manche meinen das eben auch ernst, so wie dieser Spieler hier zum Beispiel. Es ist halt so, wenn du, keine Ahnung, nur 50 Tempo oder so in FIFA bekommst, denkst du dir so, hä, bin ich echt zu langsam? Und die Leute, beziehungsweise die Profis, die haben halt ein hohes Selbstbewusstsein im Endeffekt und deswegen ist das eigentlich auch ganz klar, dass sie sich da beschweren, sage ich mal. Ja, aber man kann da, glaube ich, keine perfekte Lösung finden. Also es kann auf jeden Fall nicht jeder zufrieden sein. So, war das ein Einzelfall? Nee, ich glaube, jeder Fußballspieler fühlt sich besser, als wir in dem Spiel gemacht haben. Einige werden richtig wütend. Vor ein paar Jahren hat sich Rio Ferdinand fürchterlich über uns aufgeregt, unsere Bewertungen als unverschämt bezeichnet. Ich glaube aber nicht, dass er es vollkommen ernst meinte. Okay, also da gibt es eben dieses Video, das habe ich mir auch angeschaut. Ja, könnte Spaß sein, könnte kein Spaß sein, muss jeder für sich entscheiden, ob er das ernst meint oder nicht. Aber ich glaube eher, dass er es nicht so ernst meint. Worüber beschweren sich die Spieler denn am meisten? Ganz klar, ihre Geschwindigkeit, also ihre Sprintfähigkeit. Früher waren bei uns alle Spieler schnell. Jetzt wollen wir fast die gesamte Bandbreite der Skala ausnutzen, aber die Profis sehen Werte unterhalb von 75 schon als langsam an. Komischerweise nörgelt niemand an seiner schlechten Kondition rum. Aber jeder Spieler denkt, dass er schnell ist. Ja? Also jeder, wie gesagt, vorher, wie ich das vorher gesagt habe, jeder Spieler denkt, dass er gut ist, jeder Spieler denkt, dass er schnell ist, jeder Spieler denkt selbst von sich selber natürlich, dass er jetzt nicht unter 70 Tempo oder so hat, weil er sich einfach selber am besten kennt, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, weil er halt einfach, wie soll ich sagen, weil er halt einfach das Gefühl hat, dass er schneller ist. Innerhalb des Spiels wollen wir aber differenzieren, nicht alle sind halt echte Raketen. Und dann beschwert sich eben einer wie Mats Hummels. Ja, da sieht man den Tweet, Speed over 70 in the next FIFA game. Also er will im nächsten FIFA-Spiel einen Tempowert von über 70 haben. Und haben sie Mats Hummels schneller gemacht? Nö. Klar schauen wir uns die Werte nochmal an, wenn sich ein Star beschwert, aber wenn ich das machte, würde ja jeder kommen. Das heißt, wenn jeder jetzt schreibt, yo, mein Tempo ist zu niedrig, mach das mal höher und er macht das jedes Mal, dann kommt ja jeder an. Das ist logisch. So, wie funktioniert das überhaupt mit diesen ominösen Werten?
Jeder Spieler hat 35 Hauptattribute. Wir bewerten auf einer Skala von 1 bis 99. Die meisten Attribute sind sogenannte Fähigkeitsattribute, also so etwas wie Dribbling oder Weitschüsse. Aus einer Kombination dieser Attribute wird positionsbedingt die Gesamtstärke errechnet. Wir haben eine grobe Richtlinie. Einer der besten Freistoßschützen in der dritten Liga bekommt einen Wert zwischen 65 und 75. Einer der besten Freistoßschützen in der ersten Liga dagegen einen Wert zwischen 85 und 95. Aber das ist ja auch komplett logisch. Wenn jemand in der dritten Liga eskaliert, kann er halt nicht so ein hohes Rating haben, wie wenn jemand in der ersten Liga eskaliert. Wir achten darauf, dass die Werte nicht lächerlich aussehen. Die Aussage finde ich ein bisschen kritisch, denn es sollte ja nicht darum gehen, ob sie lächerlich aussehen, sondern es sollte einfach nur darum gehen, dass sie realistisch sind. Aber es gibt natürlich keine objektive Instanz, die bewerten kann, ob ein Spieler 97 oder 93 Punkte verdient hat. Das stimmt, es sind immer Menschen, die das entscheiden, Menschen, die Erfahrungen gesammelt haben, Menschen, die das einfach ja, anders sehen. Ja, der eine sagt, der hat 93, der andere 97. Das ist logisch, dass es da keine objektive Instanz gibt, die sowas entscheiden kann. Worauf achten Sie noch? Innerhalb des Teams müssen die Relationen stimmen. Das kontrollieren wir. Zudem vergleichen wir die Top-Spieler innerhalb einer Liga und balancieren die Werte aus. Als letztes gleichen wir auch die Werte in allen 30 verschiedenen Ligen ab, also in allen 30 plus verschiedenen Ligen ab. Das ist auch richtig so und das habe ich mir auch eigentlich so gedacht. Aber es ist trotzdem, finde ich, extrem interessant, da mal reinzulesen, wie das wirklich genau funktioniert. Aber wie ihr eben sehen könnt, zuerst schauen Sie sich das Team an, also zuerst die einzelnen Spieler, dann das Team, ja, ob die Relation da passt, dann ob das Team mit der Liga passt und dann ob die Liga mit den anderen Ligen passt. Das ist echt interessant. Wie oft verändern Sie die Werte? Zweimal pro Woche. Es kann ja sein, dass ein Spieler beim nächsten Spiel 2 Freistoßtore in den Winkel schießt. Unsere Arbeit endet nie, wir sind nie fertig. Oder wir werden nie fertig. Aber Sie und Ihre Mitarbeiter können doch nicht jeden unbekannten Jugendspieler kennen, oder? Nein, stimmt. Ab und zu passiert es, dass wir da abends sitzen, in 3 Stunden müssen die Werte fertig sein und wir wissen fast nichts über den Spieler. Nur den Namen, das Geburtsjahr und die ungefähre Position. In solchen Situationen versuchen wir es erstmal mit den durchschnittlichen Werten, die niemandem wehtun. Ja, das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so nice, ja. Aber es ist halt schon schwierig, es gibt halt auch wirklich sau viele Spieler und deswegen ist es fast unmöglich, da bei wirklich jedem Spieler den richtigen Werte zu treffen. Aber das ist, finde ich, ein bisschen schwach, würde ich mal sagen. Ein bisschen faul. Also jetzt nicht faul direkt, aber sie könnten da ruhig ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Beziehungsweise es vielleicht dann doch nicht ganz klar so offen sagen. Also dieser, wie hat der geheißen, Michael sollte das vielleicht nicht so klar sagen, dass die da ein bisschen ja, Probleme haben damit. Aber ja, einerseits ist es ehrlich, andererseits ist es halt, ja, wirkt es ein bisschen unprofessionell. Die ungefähre Position. In solchen Situationen versuchen wir es erstmal mit den Durchschnittswerten. Der Spieler wird dann wahrscheinlich ein Rechtsfuß, vielleicht eher ein zentraler Mittelfeldspieler, ja. Was halt natürlich das Basic, also der Basic Shit von allem ist, ja. Einfach Rechtsfuß irgendwo in der Mitte, ja, das wird schon passen, ne? Im Anschluss beobachten wir den Spieler im Stadion, recherchieren im Internet oder nutzen unsere Kontakte zu seinem Club. Ja, aber wenn sie eben keine Zeit haben, machen sie das natürlich nicht, weil die Zeit dafür dann eben fehlt. Aber ja, EA bzw. FIFA hat ja gute Kontakte zu den Clubs, ja, wahrscheinlich sogar die besten, die es überhaupt gibt, die überhaupt möglich sind. Und ja, aber sie recherchieren auch im Internet, aber das ist auch komplett in Ordnung, so finde ich. Und ja. Und wie wichtig ist das Aussehen der Spieler? Sehr wichtig, vor allem bei den Top-Spielern. Das Schlimmste sind für mich aber die Fußballschuhe. Es gibt Spieler, die wechseln permanent ihre blöden Fußballschuhe. Da kannst du bei jedem Spiel überprüfen, welche Schuhe sie gerade anhaben. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr witzig und im Endeffekt müssen sie sich dann halt entscheiden. Und dann wird halt irgendein Fußballschuh gewählt. Und können sie da überhaupt noch entspannt Fußball gucken? Im Grunde kann ich kein Fußballspiel mehr normal schauen. Seit dieser Saison betreue ich für FIFA 18 auch meine Lieblingsmannschaft Fortuna Köln. Ich sehe einen Spieler mit heruntergezogenen Stutzen und denke, ist das auch in der Datenbank? Und was ich mir da noch gedacht habe bei diesem Absatz, er betreut seine Lieblingsmannschaft. Glaubt ihr nicht, dass da die Werte ein bisschen gepusht werden? Ich meine natürlich, er entscheidet das nicht ganz alleine, er hat ein Team, mit denen er das dann im Endeffekt abklärt, ob das Ganze so passt und die da auch ihre Meinung mit dazugeben. Aber er selbst gibt eine Vorlage, sage ich jetzt mal, wenn der zum Beispiel sagt, der eine Spieler von Köln, von Fortuna Köln, bekommt ein 70er Rating. Ja? Und dann sagen die anderen, wow, das ist ja viel zu viel, der gehört auf eine 60. Dann bekommt der im Endeffekt vielleicht so eine 65 oder so.
Und das wäre halt trotzdem höher als diese 60, die die anderen sagen. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, wenn er da seine Lieblingsmannschaft betreut, ist das schon auch sehr, sehr subjektiv im Endeffekt. Gut, könnte man anhand der Werte bei FIFA schon früh sehen, konnte man anhand der Werte bei FIFA schon früh sehen, dass Lionel Messi mal einer der besten Spieler der Welt werden würde. Das ist jetzt extrem interessant. Naja, mir ist damals aufgefallen, dass der für den Barcelona zuständige Datenbank-Editor oder Editor, sagt man das so, ja, irgendwie so, der Datenbank-Bearbeiter, einem 17-Jährigen extrem hohe Werte in den Kategorien Dribbling und Geschwindigkeit gegeben hatte. Und irrsinnig viele Punkte beim Potenzial hatte dieser kleine Argentinier auch bekommen. Also habe ich den Mann gefragt, ob er nicht ein bisschen übertreibt. Er antwortete mir dann, dass dieser 17-Jährige eines Tages einer der besten Spieler der Welt werden würde. Ich habe dem Datenbank-Editor gesagt, grundsätzlich vertraut, aber die Werte trotzdem um 4-5 Punkte nach unten korrigiert. Ich wollte einfach nicht, dass wir uns lächerlich machen. Man kennt das ja, jemand schätzt seine Lieblingsmannschaft ein und ist ein bisschen optimistisch. Tja, das war dann halt der Messi. Konnte ich ja damals nicht wissen. So, also das ist dieser Artikel. Ich finde ihn wirklich sau interessant und ich verlinke euch den jetzt auch nochmal in der Beschreibung. Also das ist so eine Person, die entscheidet, welchen Wert bekommt Ronaldo. Welchen Wert bekommt, keine Ahnung, Messi? Okay, vorausgesetzt, er betreut die Mannschaften Real Madrid und Barcelona, ja. Er betreut, glaube ich, zum Beispiel jetzt eben Fortuna Köln, hat er gesagt. Vielleicht, keine Ahnung, dritte, zweite Bundesliga oder so irgendwie. Und da muss er dann eben die Werte rausfinden, zusammen mit seinem Team. Also das ist sein Job. Finde ich auf jeden Fall interessant, den ganzen Artikel mal durchzulesen. Auch, dass sich die ganzen Profis immer beschweren und so. Das liest man ja auch wirklich immer auf den Social Media Plattformen. Ja, Freunde, das war's an sich jetzt auch schon mit dem Video. Falls euch diese Art von Video gefallen hat, falls ihr einfach auch mal ein bisschen Abwechslung haben wollt, wie zum Beispiel eben heute dieses Video mit diesem Artikel, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben, da würde mich sehr freuen. Schreibt mir eure Meinung zu diesem ganzen Thema mal in die Kommentare. Wie findet ihr das Ganze? Findet ihr das, sag ich mal, jetzt gut, dass, dass sich die Leute da beschweren und dass sie da dann nicht drauf eingehen? Oder findet ihr es gut, dass zum Beispiel jetzt der seine Lieblingsmannschaft betreut? Das finde ich zum Beispiel ein bisschen fragwürdig, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, das war's mit dem Video. Habt immer High Hopes. Checkt die Links in der Beschreibung ab und wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.